Aber schön, hier zu sein auf jeden Fall. Bevor es gleich hoffentlich lustig wird, nochmal kurz was Ernstes, weil ich weiß, es wird aufgezeichnet, es sehen ein paar Leute. Ich bin hier vorhin Eberswalder Straße ausgestiegen, war so ein Aushang, war ein DIN A4-Blatt an einer Laterne, war eine Vermisstenanzeige. Ne? Und sowas ist immer scheiße. Stand drauf, Jonas, 12 Jahre, wird seit Samstag vermisst, trug zuletzt eine braune Korthose, eine rote Jacke, eine Käppi, Turnschuhe und wird halt vermisst. Und du denkst dann halt so, wie müssen die Eltern sich fühlen? Ne, man fühlt halt mit, du denkst dir so, was muss das für die Eltern für ein Gefühl sein? Also was muss das für ein Gefühl sein, wenn du weißt, dein eigen Fleisch und Blut kombiniert eine braune Korthose mit einer roten Jacke? Ey, seid mir nicht böse, ne? Aber so jemand gehört aus dem Verkehr gezogen. Ja. Ja. Wer sich denkt, ist böse, geht genauso weiter. Der letzte Künstler. Ja. Ich war letztens war ich beim Arzt, nach langer Zeit mal wieder. Ich bin eigentlich ein gesunder Typ, so war da seit sehr langer Zeit wieder beim Hausarzt und da saß eine neue Sprechstundenhilfe. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so Leute, die haben in ihrem gesamten Repertoire einen Gesichtsausdruck. So. Und die saß da so. Vielleicht war die nett. Vielleicht hatte die einfach nur einen Muskelkater in der Fresse. Man weiß es nicht, ne? Ich gehe zu ihr hin, sie sagt zu mir, was kann ich für Sie tun? Und ich stehe da so beim Arzt und denke mir so, ja, Erdbeerplunder. Und da wusste ich schon, die Alte ist scheiße. Aber nicht so ein bisschen scheiße, sondern richtig scheiße. Die hat mit 5 Jahren bei Ikea schon gehört, so, meine Damen und Herren, kann man jemand bitte die kleine Scheiße aus dem Spieleparadies abholen? Scheiße. Ne? Ich sitze im Wartezimmer, ne? 1,5 Stunden lässt sie mich warten. Ich komme dahin, sie sagt zu mir, Originalzitat, sie sagt, Herr Sibilski, ich soll Ihnen schöne Grüße von Ihrer Krankenkasse ausrichten. Ihre Karte ist abgelaufen. Ich sage, ja, das kann sein. Ich war lange im Ausland, aber bestimmt können wir das ja. Also wie gesagt, schöne Grüße von Ihrer Krankenkasse. Die Karte ist abgelaufen. Ich sage, ja, ich bin ja nicht doof. Also, aber wie gesagt, schöne Grüße von Ihrer Krankenkasse. Die Karte ist abgelaufen. Herr Werner, Sie können jetzt zum Doktor. Tschüss, Herr Sibilski. Hat mich da stehen lassen wie ein Haufen Scheiße. Ich war sauer. Ich war richtig sauer. Ich war aber nicht sauer, weil ich meine Medikamente nicht bekommen habe. Wisst ihr, warum ich sauer war? Schöne Grüße. Guck mal, ich kenne doch die Leute von der AOK. Die haben vielleicht gesagt, so, ja, sagen Sie mir, Herr Sibilski, der soll die Karte hin. Schöne, guck mal, du bestellst keine schönen Grüße, wenn es um eine schlechte Nachricht geht. Das machst du nicht. Ne? Jo, Adolf. Grüß dich, der Heinrich hier. Ich soll dir schöne Grüße vom Josef bestellen. Die Russen sind jetzt da. Gibt's nicht. Ist nicht. Die Sau, ey. Dann hat die da reingefreestylt. Ja. Ja. Bin ein böser, bin so ein Zyniker. Ne? Bin eher so ein lebensverneinender Typ. Ja. Maximal intolerant auch, obwohl ich mir das gar nicht leisten kann. Ist mir egal. Ne? Auch gerade während Corona noch intoleranter geworden, als ich es eh schon bin. Saß letztens in der Bahn, saß mir so ein Typ gegenüber. Ne? Der hatte die Maske nicht unten. Der hat die Maske nicht oben gehabt. Ne? Und ich sag so, hallo. Jetzt zieh mal die Maske hoch. Und er sagt so, hör mal zu, du hast die Maske selber nicht oben. Ich sag, ja, ich habe aber auch keine Hasenscharte. Leute gibt's, ey. Ja. Ich war viel mit der Bahn. Letztens war ich hier in der U2 Richtung Pankow, ne? Hier Richtung Eberswalder, ist auch so ein Comedy-Club. Und die Bahn war voll, richtig voll. Ich saß auf so einem Vierer, da war noch ein Platz frei, aber rundherum haben alle gestanden. Ne? Steigt ein schwarzer Penner. Genauso habe ich auch geguckt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ne? Und jetzt nicht so schwarzer Penner nach dem Motto so Detlef die Soest, sondern ein Obdachloser. So, ne? Ja?
Ein schwarzer Obdachloser. Und der war aber auch nicht so wie die weißen Obdachlosen, so mit ganz vielen Jacken, weil es kalt, der kam im T-Shirt. Kommt da rein, hat gestunken wie Hölle. Setzt sich auf diesen Platz im Vierer, ich sitze da und um den rum, alle sind so... FFP2, my ass, Alter. Die Masken bringen nix. Brillen sind beschlagen. Augen haben getränt. Und ich sitze in diesem Szenario und ich gucke mich so um und da ist mir aufgefallen, ich bin einfach der Einzige, der jetzt aufstehen darf. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin der Einzige, der aufstehen darf. Wie geil ist das denn? Ich bin der Einzige, der aufstehen darf und sagen darf, bah! Ja, was ist das denn? Ja, bist du dreimal gestorben oder was? So schön, ich bin der Einzige. Alle anderen müssen sitzen bleiben. Deutsche. Ja. Überragend. Ja? Ist so. Nice, Alter. Schlechtes Gewissen, Alter. Schlechtes Gewissen. Wer aufsteht, ist ein Nazi. Ja. Ja. Freut mich, dass er das feiert. Ich habe auch, obwohl ich so ein Hassgesicht bin, habe ich trotzdem eine Frau. Ne? Und ey, das ist ihre Schuld. Dass diese, keiner hat sie gezwungen. Ich habe auch keine Ahnung, was die. Aber selber schuld. So, ne? Die feiert auch meine Comedy gar nicht. Ne? Immer wenn ich dir irgendwie so neue Gags zeige, so, dann ist die so, ne. Das ist nicht lustig, das ist einfach nur böse. Ne? Und ich sage so, okay. Ne? Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr seid so mit jemandem jahrelang zusammen, ihr kennt jemanden jahrelang. Und dann passiert so eine Sache, wo ihr euch denkt, heftig, Alter. Das ist mir die ganzen Jahre nicht aufgefallen. Wir waren letztens so im Wohnzimmer und sie sagt so, boah, ich habe heute voll einen langen Tag, ne? 11.30 Uhr bis 19 Uhr, gar keine Lust, ne? Ist auch lange, ne? Ist auch echt lange, ne? Wie viele Stunden sind das überhaupt? Und ich sag so, ja, 11.30 Uhr bis 19 Uhr, kannst du, also 19 minus 11,5, kannst du auch selber ausrechnen. Also, du kannst das doch selber ausrechnen, oder? Und sie war so, ich so, warte mal ganz kurz. Random. Wie viel sind 2 mal 19? Hm? Und sie war so. "36." Ich habe nichts gesagt. Jeder hat sich schon mal verrechnet. Ich meinte so, wie viel sind 2 mal 19? Und sie meinte so. "36." Ich sag so, guck mal, dir ist schon klar, dass das Ergebnis nicht richtiger wird, je nachdem, welche Silbe du betonst, oder? So, du weißt schon, dass 2 mal 19 38 sind, oder? Und sie sagt zu mir, ich schwör's euch, ich kann mir die Scheiße nicht ausdenken. Sie sagt, Originalzitat, sie sagt zu mir, ich rechne das anders. Ja. Offensichtlich. Offensichtlich rechnest du das anders. Und zwar falsch. Das ist doch Mathe, da gibt's richtig und das ist keine Philosophie, wo es so mehrere Lösungen gibt. Was machst du da? Allergeilste ist, die kommt eine Woche später zu mir und sagt so, guck mal, jetzt bei dir Comedy und Tour wird ja angegangen und auch YouTube und Twitch und jetzt langsam kommt ja auch Geld rein. Soll ich nicht deine Buchhaltung machen? Was? Ey, das dauert ein Jahr, da sitze ich vor Gericht. Wegen versuchter Steuerhinterziehung. Ja. Was soll das sein, Alter? Herr Sibilski, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Euer Ehren, das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhören, aber meine Frau macht die Buchhaltung. Und was soll das bedeuten? Die rechnet das anders. Kann ich doch nicht. Ich weiß auch nicht. Letztes Ding, ich wohne oben in Reinickendorf, ne? Habe ich so meine Streaming-Bude, wo ich immer meine Online-Scheiß mache und da bin ich oft alleine. Wie man sieht, ich bin nicht so der Koch. Ne? Und da ist bei uns, ist eine Residenzstraße, ist so eine Thai-Bude. Ne? Und die haben so 4, 5 Gerichte auf der Karte, Hähnchenbox, Nudelbox. Ne? Und da arbeitet eine Frau seit so 10 Jahren, die kann einfach keins davon aussprechen. Und ich denke mir, wie ignorant kann man bitte sein? Das ist doch dein Job, das ist doch dein Lebensinhalt. Wie, warum kannst du, das ist, als wenn du Polizist wärst und du wärst so, Hinno! Hier bin ich meine! Das geht nicht. Die steht da eiskalt. Hättebock. Ich sag, meinst du Hähnchenbox? Der Mede ist so Gemüse, das heißt Gemüse.
Hört Bebe. Zwiebeln, du willst sie so schütteln und so nehmen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was machst du da? Dein Leben besteht aus 5 Worten. Und du kannst keins davon aussprechen. Aber da dachte ich, ich sehe ja gemischte Reaktionen. Ich dachte mir, vielleicht bin ich auch zu hart. Vielleicht bin ich zu hart. Ne? Nächstes Mal, wenn du da hingehst, kommst du der entgegen. Ne? Also habe ich mich da hingestellt und gesagt, Aite Bob? Mette Mette? Und Bebe. Und sie war so. Willst du mich verarschen? Dankeschön.